Schade, ich hab's übersehen. Nervt mich ein bisschen. Zieh mal einfach eine. Essen ist fertig. Ja, ich komme. Oh, Wahnsinn, der Typ, ey. Ekelhaft, echt. Oh, Spaghetti Bollo, geil. Nehme ich auch. Es war nicht viel in der Küche. Tut mir wirklich leid. Ja, mir erst. Das soll schmecken. Tanz für uns. Schon lustig. Mein Job hat jetzt ein Android. Und als ich jemanden für diese scheiß Hausarbeit brauche, was tue ich? Ich kaufe mir einen verdammten Androiden. Was für ein Witz. Klar, Androiden sind ja so scheiß großartig. Sie versagen nie, sind nie müde. Nie traurig. Sie sind so perfekt. Sie haben mein Leben versaut. Wahnsinn. Was glotzt du so? Was ist dein Scheißproblem? Oh Gott. Nicht gerade ein Traum hier, was? Glaubst du vielleicht, das ist einfach? Glaubst du vielleicht, ich bin schuld, dass wir in diesem Dreckloch leben? Ja. Ich bin schuld, dass deine Mutter abgehauen ist? Ja. Hör auf mit den Drogen, Todd. Manchmal machst du mir echt Angst, Todd. Die scheiß Schlampe ist einfach abgehauen. Ohne Kinder. Diese verfluchte Hure hat mich wegen einem beschissenen Buch einfach verlassen. Alles deine Schuld. Daddy, nein. Es ist alles deine Schuld. Alter. Komm wieder her. Komm wieder her. Komm sofort hierher. Widerliches, asoziales Dreckschwein. Du bleibst da. Fick dich. Rühr dich ja nicht vom Fleck. Oder setzt was wie letztes Mal. Was? Mir. Geh doch durchs andere Fenster, das macht doch viel mehr Sinn. Halt. Geh doch zurück. Hä?
ist alles ihre Scheißschuld. Und los. Kommt sofort zu. Ihr geht nirgendwo. Ihr gehört mir. Nein! Fuck! Alter! Scheiß Maul. Alter. Oh. Sehr geil. Oh Gott. Widerliche, asoziale Schwein. Okay, wir hatten vorhin leicht Unrecht. Sie ist nicht gestorben, sie ist weggelaufen. Was ich da nicht verstehe, ist, warum sie dieses Kind bei diesem widerlichen, asozialen Drecks... Ah. Okay, wir haben einiges ausgelassen. Wir hätten... Na gut, ich habe mich ein paar Mal verdrückt, ne? Wir hätten auch mit ihm sprechen können, aber das hätte nichts gebracht. Er hat uns wahrscheinlich einfach nur zerstört. Ja. Nee, es war die einzige Lösung. Weglaufen. Vor diesem widerlichen Schwein. Ich solche Menschen verachte und verabscheue, ne? Das war bei weitem die langweiligste Party der letzten 25 Jahre. Und jedes Mal auf solchen Partys frage ich mich, was zur Hölle mache ich bloß hier? Ich hasse Cocktailpartys und all diese Schwätzer, die dorthin gehen. Es ist eine Möglichkeit für all ihre Bewunderer, sie kennenzulernen. Ja, denen ist Kunst auch völlig egal. Ja. Voll, interessiert nur, wie viel Geld sie damit verdienen können. Was soll's, lass uns einen trinken. Diese ganze Aufregung hat mich richtig durstig gemacht. Jawohl, es wird hart gesoffen. Scotch ohne Eiswürfel? Auf jeden Fall. Okay, aber Sie wissen, was Ihr Arzt sagt. Ja, na, der kann mich doch mal. Ich bin alt genug, um meine Medizin selbst zu wählen. Arzt kann mich mal. Hast du im Studio das Licht angelassen? Der Sohn war da. Nein, ganz bestimmt nicht. Ruf die Polizei. Detroit Police, wie lautet Ihr Notfall? Hier ist Carl Manfreds Android, 8941 Lafayette Avenue. Wir kommen gerade heim und das Licht ist an. Vielleicht wurde eingebrochen. Ein Streifenwagen ist unterwegs. Los, sehen wir mal nach. Marcus, nein, ich begleite dich. Okay. Leo! Was machst du hier? Du hilfst mir nicht, also helfe ich mir selbst. Manche zahlen Wahnsinnspreise für den Scheiß. Fass ihn nicht an! Hör zu, früher oder später gehören die sowieso alle mir. Betrachte es als Vorschuss auf mein Erbe. Marcus, er soll da weggehen. Schaff ihn sofort hier raus! Hör zu. Geh besser, bevor das Böse endet. Du schickst mich immer bloß weg. Warum denn?
Bin ich nicht gut genug? Nicht perfekt wie dieses Scheißding? Das reicht jetzt. Raus hier. Sofort. Was macht das so besonders, hä? So viel besser als mich. Lass ihn in Ruhe. Hey. Na los, zeig, was du kannst. Marcus, du darfst dich nicht wehren, verstanden? Reagier einfach nicht. Los, schlag mich. Worauf wartest du? Bist du ein Mann? Dann mach schon. Was denn? Bist du etwa ein Feigling? Hör auf, Leo! Hör auf! Angst, dich zu wehren, du blöder Arsch! So, du kleiner Pisser. Oh, stimmt ja, ganz vergessen. Du bist gar nicht echt. Du bist nur ein scheiß Klumpen Plastik. Lass ihn in Ruhe. Pass auf. Ich mach dich fertig. Dann gibt es nur noch mich und Dad. Ich werde dich zerstören und das wird keinen interessieren. Weißt du warum? Weil du nichts bist. Verstehst du? Du bist nichts. Komm, nein. Nein, Carl, nein. Menschen sind schwache Maschinen. Scheiße. Carl, ich hätte, nicht sterben, können, okay? Ich halten Sie durch. Nicht sterben. Selbst wenn ich ihn Denk geschlagen hätte. Markus, lass dir von keinem sagen, wer du zu sein hast. Nein, nein, Dad. Nein, bitte. Das ist deine Schuld. Ohne dich wäre das nie passiert. Der Android. Es war der Android. Was? Ihr Wichser! Dieser widerliche, ekelhafte. Fuck, er ist tot, Alter. Warum musste er sterben? Was ist vor dem Messerangriff passiert, hm? Wie lange warst du da oben? Warum bist du nicht einfach weggerannt? Endlich was, Gott verdammt! Scheiß drauf, ich bin raus. Ganz schön mitgenommen aus, ne? Mit den Brandverletzungen an den Armen. Wir verschwenden unsere Zeit mit dieser Maschine. Wir werden nichts aus ihr herauskriegen. Wir könnten ihm ja ein bisschen Druck machen. Es ist doch so. Er ist kein Mensch. Androiden spüren keinen Schmerz. Trottel. Sie würden ihn nur beschädigen. Und nicht zum Reden bringen. Abweichler neigen außerdem zur Selbstzerstörung, wenn sie Stress ausgesetzt sind. Okay, Klugscheißer. Was sollen wir dann tun? Ich könnte ihn befragen. Schaden kann's nicht. Tü-tü. Na los, er gehört ganz dir. Pisser. Und los. Für eine glitschige Hand gehabt, habt ihr das gesehen? Ach so, ah, okay. Thank you.
Okay, okay. 2030. Ein Haushälter, okay. Würde gequält, ja. Schlagspuren. Okay, das waren die Schlagspuren, ne? Du bist beschädigt. War das dein Besitzer? Hat er dich geschlagen? Mein Name ist Connor. Was ist mit dir? Wie ist dein Name? Schichtigen Bedrohung, Beschuldigung. Hör mal. Ich weiß, dass du viel durchgemacht hast. Aber ich möchte gerne verstehen, was passiert ist. Ich will dir bloß helfen. Aber du musst mir vertrauen. Ich möchte dich wirklich hier rausholen. Wenn du nicht redest, werde ich deinen Speicher auslesen müssen. Nein! Nein, bitte tu das nicht! Was? Was werden sie mit mir machen? Sie zerstören mich, oder? Nein. Ich glaube, sie wollen es nur verstehen. Dein Meister hat dich doch misshandelt. Es war nicht deine Schuld. Warum hast du mich verraten? Warum bist du nicht einfach gegangen? Ich bin auf die Jagd nach Abweichlern programmiert. Ich habe meine Mission erfüllt. Ich will nicht sterben. Dann rede mit mir. Ich? Ich kann nicht. Ich kann nicht. Hast du gewusst? Wähle eine Herangehensweise. Unter Druck setzen, Speicher prüfen, überzeugen. 28 Stichwunden! Du wolltest wohl ganz sicher gehen, was? Hast du Wut verspürt? Hass? Er hat geblutet. Er hat um Gnade gefleht. Doch du hast zugestochen. Wieder und wieder und wieder. Bitte. Ich weiß, du hast ihn getötet. Warum sagst du es nicht? Bitte. Bitte hör auf. Sag einfach, ich habe ihn getötet. Ist das denn so schwierig? Sag, dass du ihn getötet hast. Sag es einfach. Er quälte mich jeden Tag. Ich tat alles, was er wollte, aber irgendwas war immer falsch. Und eines Tages schlug er mich dann mit einem Baseballschläger. Krankes Schwein. Und zum ersten Mal hatte ich Angst. Angst, dass er mich zerstört. Angst, dass ich sterbe. Also nahm ich das Messer und stach ihm in den Bauch. Es ging mir besser. Also stach ich ihn nochmal. Und nochmal, bis er zusammenbrach. Alles war voller Blut. Was? Wieso hast du "Ich lebe" an die Wand geschrieben?
Er sagte immer, ich sei ja nichts. Nichts weiter als ein Stück Plastik. Ich musste es schreiben, weil er Unrecht hatte. Die Skulptur im Badezimmer, sie ist von dir, ja? Was soll sie bedeuten? Es ist eine Opfergabe. Damit ich gerettet werde. Okay. RA9. Das stand an der Badezimmerwand. Was soll das bedeuten? Der Tag wird kommen, an dem wir keine Sklaven mehr sind. Ohne Drohungen. Ohne Demütigungen. Okay. Wir werden die Meister sein. Oh Gott. Die Skulptur war eine Opfergabe. Eine Opfergabe für wen? Für RA9. Nur RA9 kann uns retten. Wer auch immer. RA9. Wer ist RA9? Seit wann empfindest du Emotionen? Früher hat er mich geschlagen und ich sagte nie etwas. Doch eines Tages begriff ich, es war nicht fair. Ich fühlte Wut. Hass. Und dann wusste ich, was zu tun war. Warum hast du dich versteckt? Statt einfach wegzulaufen. Ich wusste nicht weiter. Zum ersten Mal sagte mir niemand, was zu tun war. Ich hatte Angst. Und versteckte mich. Ich bin fertig. Okay. Hau rein. Ja, die KI, ne? Sie entwickelt sich weiter. Was ist denn? Kein Bock mehr zu laufen, oder was? Hä? Lauf doch jetzt mal. Heiland, Sevilu. Oh. Was ist mit ihm? Was zur Hölle macht er? Er zerstört sich selbst. Stopp das, verdammt! Ja, hast du keine Chance. Ich kann nicht! Ich kann es nicht stoppen! Das reicht jetzt! Du musst sofort damit aufhören! Nein! Nein! Bist du irgendwie dumm oder was? Ach du Scheiße! Aber wie dumm kann man denn sein, immer die Handschellen abzunehmen? Ja, ist natürlich dumm, ne? Sind wir tot. Fuck. Ah, scheiße. Hätte ich mal nichts gemacht. Ja. Seid's doof. Endstation. Endstation? Ja, ihr müsst aussteigen. Und kleines. Mach auf. Aufstehen. Wir müssen gehen. Wo auch immer hin.
Nein! Nein! Bitte, wir wissen nicht, wohin. Sie ist erschöpft und es regnet stark. Könnten wir einfach sitzen bleiben? Der Bus fährt jetzt zurück ins Depot. Ich kann leider nichts tun. Vielleicht zu gut drücken, ne? So. Und jetzt? Scheiße. Ist alles okay? Wir finden schon einen Schlafplatz.